Und wir sind wieder da. Yay, das ist jetzt Folge 4. Oder? Folge 4. Ja, doch. Ich hatte gerade was von drei Aufnahmen, also ja, Folge 4. Das dürfte die letzte Folge der Aufnahmesession sein, außer ich überlege es mir dann gleich noch anders. Aber ja, wie ich Clemens schon gesagt habe, ich muss das alles noch schneiden und ja. Ja, letzte Folge habe ich uns noch schöne Crossbows gemacht. Wir brauchen jetzt unbedingt noch Pfeile. Also Ja. Flint. Die Crossbows, die waren auch noch in der Aufnahmesession drin. Wenn man jetzt mal zurückdenkt an. Okay. Oder man denkt nicht dran zurück und schaut sich's. Creeper. Und schaut sich's einfach nochmal an. Er snackt, Hilfe. Du Creeper hast einen Nummer Cre 1 ist tot. Okay. Lass den Zombie reinlaufen, dann ist er. Dann ist die Pathfinding AI vielleicht zu blöd. Oder auch so. Also, ich kann wenigstens kämpfen. Ich nicht. Nur sind zwei Creeper auch zu viel. Okay, einer auch. Drei. Ich renn mal rum mit Fackeln. Ich hab jetzt keine mehr. Schön, ich habe noch 28. Ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, mit Fackeln rumzurennen. Und tada, kaum sage ich's, habe ich keine Fackeln mehr. Passt ja, typisch. Tja, ich glaube, ich werde jetzt etwas belesener sein. Erstmal schlafen gehen. Warte kurz, ich muss noch schnell was machen. Das ist ganz wichtig. Für die Ich habe ein. Aussage, ich werde jetzt etwas belesener sein. Schleswig. Du hast eine Lektion gefunden. Ja. Irgendwie muss ich den Witz ja bringen. Ich finde das Teil ist halt als Redstone-Komponente witzig. Tja. Ausgehend von welcher Seite in dem Buch das drin ist, man hat. Ich weiß. Ja. Gibt's ja Ich ein bin weg. Redstone-Signal aus. Du bist weg! Wo bist du Ja. hin? Ich wandere aus. Bring mir was mit! Wenn du schon einkaufen gehst, dann bring mir doch wenigstens was mit. Wie wär's mit ein bisschen Holz oder so? Wir haben gerade, glaube ich, nicht mehr so viel. Ein paar Kisten vielleicht. Es wäre vielleicht gut, wenn du mir dann, wenn ich zurück will, die Koordinaten durchgibst. Sonst finde ich eh nicht zurück. Okay. So gut. Sind wirklich bei den Koordinaten 000 gespawnt? Nee. Nein, wir sind nicht bei 000, wir sind bei hier ja minus 330 und 220, minus 220. Ja, schreib mir das, wenn ich dann weiter, wenn ich dann zurück will. Bis dahin Okay. merke ich mir das erst recht nicht. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Ich renn gerade nur umher und verbrauch Brot. Kommt mir verdächtig bekannt vor. Hey, ich habe einen Sapling. Wie findest du eigentlich die Textur für die Paths? Für was? Die Pfade? Ja, ist in Ordnung. Also für normal generiert ja, aber ich glaube, wenn man selbst was baut, geht's besser. Ja. Ich pflanze mal ein paar Bäume und mir fällt gerade auf, dass Saplings ja jetzt anders aussehen. Okay. Es wurden viele Texturen bearbeitet, darunter auch die von Saplings. Und was immer noch drin ist, weiße Blumen geben hellgraue Farbe. Das war schon immer so. Ja, ich weiß, deshalb sage ich ja, was immer noch drin ist, aber wenn man jetzt halt selbst Bone Meal zur Farbe craften muss, wäre es doch sinnvoll, das Rezept anzupassen. Dass Warte man. kurz, ich bin gerade am Wasser. Ich schau mal, ob ich hier vielleicht mal irgendwie einen Unterwasserschiff finde. Vielleicht kann ich dann ja auch einen Trident gleich mitbringen. Oder du gehst dabei drauf. Was sehr schade wäre.
Brrr, scharf. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das mit dem Schneiden ordentlich auf die Reihe kriege, weil ich muss ja bei... Egal, ich habe genügend Zeit und Ruhe, um mir das zu überlegen und ja. Ich glaube, ich habe gerade eine antike Ruine gefunden. Looten. Wenn irgendwas zum Looten drin ist, hol's dir. Da ist häufig was Looten drin. Ich in seltenen Fällen sogar ein Heart of the Sea. Achso, nee, warte. Meinst du ein Sea-Tempel oder... Diese alten, diese zerfallenen Sea-Tempel, also die neu hinzugefügt wurden. Mit der Okay. 1.13. Das klingt gut. Hier sind auch ein paar Drowned. Okay, zwei Stück, wenn ich das gerade richtig sehe. Mit denen sollte ich fertig werden. Okay. Wenn du Sugarcane findest, bitte mitbringen. Ich dachte, ich habe da schon mal was mitgebracht. Hast du? Ich habe gerade auch noch mal Sugarcane gefunden. Ich bin auch gerade erkunden, aber halt zu Fuß. Hast du da eigentlich irgendeine Ahnung, wie man in die Nautilus Shells kommt? Ich glaube, das ist ein Drop von Guardians. Nein, nicht von den Guardians. Auf jeden Fall nicht von den Guardians. Da gab es doch auch irgendwas mit Fishing oder sowas, dass man die fischen kann. Sicher bin ich da aber gerade nicht. Das wäre vielleicht eine Idee, dass während du gerade erkunden bist, kann ich ja einfach zur... Das ist eine Idee. Ich gehe einfach zur Base zurück und während du erkunden bist, craft ich mir eine Angel, weil Angeln ist ultra krass OP. Es mag zwar bescheuert klingen, aber holy shit, was du alles mit einer Angel fischen kannst. Ah, Hilfe. Au. Ich kann dir nicht helfen, sorry, du bist Ja, das relativ war auch weit er auf, weg. das war auch er zu mir selbst gesagt. Ich wurde gerade angegriffen, unter Wasser, während ich was craften wollte. Erstens, man craftet nicht unter Wasser, weil das allgemein bescheuert ist. Zweitens. Ja, ich habe ja gerade keinen Block, der irgendwie oben ist. Und ich brauchte eine Schaufel, weil das Loot häufig unter Sand begraben ist. Ach so, ja. Ja. Ah, verdammt, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich. Nee, gut, gerade so noch rechtzeitig raus. Ich wäre sonst jetzt fast ertrunken. Das wäre Ja, überhaupt ich nicht. kann sehr gut überleben. Ja. Das wäre dann ein dritter Tod innerhalb von 4 Folgen. Ach was, passt schon. Nein, eigentlich innerhalb von 3 Folgen, weil die erste Folge hast du ja überlebt. Du bist ja erst nach der ersten Folge draufgegangen. Ja. Oh Mann. Ich glaube, Nautilus Shells Au. waren ein spezieller Drop von auch mit von den Drowned, also ja. Okay, ja. Aber es kann man auch fischen. Das weiß ich. Ja, so ziemlich alles, was man irgendwie finden kann, kann man fischen, so gefühlt. Also, ja. Ich craft mir jetzt einfach eine Angel und dann ist gut. Gut, ich habe jetzt keinen Loot gefunden, das heißt, ich gehe zurück an Land. Warum hast du eigentlich die zweite Kiste unten hingepackt, statt direkt Weil ich auf unten die... kein. Weil da ein Fenster davor baut und ich finde es fürchterlich, wenn man irgendwas vor ein Fenster baut. Ja, kann ich nicht helfen. Dann schlag das Fenster ein und bau was anderes hin. Dann Das wäre zu leicht. Und dazu muss auch Tageslicht reinfallen. wir haben hier drin Fackeln, also muss es nicht. Aber es ist doch gesünder, wenn Tageslicht auch mal reinfällt. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass Tageslicht reichlich egal ist. Ach, denkst du, ich etwa nicht, aber. Ich bin gerade zu blöd, eine Angel zu craften. Warte kurz. Zwei String, drei Sticks. Ich habe gerade 3 String, 2 Sticks versucht. Und stell dir vor, das hat nicht funktioniert. Wer hätte das Ach gedacht? was. Nee, aber aus einer Angel kriegt man... das Ding kann erstmal weg.
schon mal, ob ich meine ich Karte hab. wieder finden mache. Ich habe auch die Advanced Debug Information auch so schon drin. Okay. Erstens, wir müssten uns vielleicht einen Angelteich bauen. Wir haben sehr, der Ozean ist doch nicht weit, also. Ja, aber Angelteiche sind toller. Und ja. Ich Und verbringe du jetzt willst die. keine Fische, und du willst keine echten Fische irgendwie aus Versehen einfangen oder angeln. Das ist reichlich egal. Fishy Business. Ich verbringe jetzt erstmal die nächste Zeit komplett damit zu angeln. Also wird vermutlich für den Großteil der Folge sowieso deine Ansicht interessanter sein. Weil ich ja gerade unterwegs bin. Ja. Haben Delfin gefunden. Bloß nicht schlagen. Die sind wie Wölfe. Aber sie können nicht an Land angreifen. Na, seid ihr da mal nicht so sicher? Es kann sein, dass die irgendwie halbwegs an Land kommen, tatsächlich. Hilfe, Landdelfine! Bringt euch in Sicherheit! Wie viel Eisen haben wir nochmal? Also, jetzt wahrscheinlich über einen Stack. Okay, sollte reichen für Thunfischdosen. Natürlich. Ich glaube, bei mir ist gerade Minecraft-Sound verbuggt. Ich höre mein Pferd nicht mehr. Ach, ich bin gerade zurückgebuggt. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil du neue Chunks erkundest, während ich noch unsere Spawn-Chunks lade. Allgemein neue Chunks erkunden ist ja sowieso schon laggy und wenn man dann gleichzeitig. Ich habe eine Nautilus Shell. Wenn man dann Okay. gleichzeitig halt schon noch andere Chunks lädt, dann wird es nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Dorf gefunden. Ich weiß nicht, ob das unseres ist oder ob das ein anderes ist. Ich bin gerade fast in eine Ruine gefallen. Guck mal auf Koordinaten, wenn es weit von minus 300, minus 200 entfernt ist, dann. Es sieht aus, als wäre es nah. Es gibt hier Pferde. In etwa passt die Hausaufteilung auf und. Passt die Hausaufteilung und. Es ist ein Crafting-Table in einem Haus. Ah ja. Und hier ist ein Loch mit einem Pferd drin. Ja, okay. Ich hab dich gerade rumlatschen sehen hinter mir, also. Ja. Wo bist du? Ich bin hier unten angeln. Ja, du bist angeln. Ich laufe gerade an der Küste vorbei. Ach da. Hallo. Hallo. Sieht das bescheuert aus. Warum kriegen die es nicht auf die Moment. Reihe, dass die Angelschnur sich mit dem Icon verbindet? Dem Von. Icon. Die Angelschnur ist nicht mit dem Icon von. Ich habe eine Schüssel gefangen. Mit dem Icon von der Angel in der Hand verbunden. Ich weiß, dass im Sphax Texture Pack das gefixt ist, aber warum kriegt man das nicht auf die Reihe, das normal zu machen? Keine Ahnung. Ah, okay, ich dachte gerade, hä, was? Vogel? Nee, aber Nee, Delfin, klar. Delfine. Nee, aber das sind, keine Ahnung, zwei oder drei solche Item-Pixel, wenn man die in der Hand hält, ist die Angelschnur von der Spitze der Angel entfernt. Warum? Woher soll ich das wissen? Wahrscheinlich bei Microsoft, Mojang, wie auch immer. Ich habe jetzt zumindest bisschen Ich habe Fisch. Enderman gehört, ich muss unbedingt jetzt was jagen. Du weißt schon, dass Enderman 40 HP haben. Ich habe ein Und Eisenschwert. ich habe ein Steinschwert. Vielleicht können Und wir nur ihn ja zwei gemeinsam. Eisenrüstung. Vielleicht können wir ihn ja gemeinsam platt machen. Ja gut, Eisenschwert, Eisenrüstung sollte hinhauen. Der muss hier irgendwo sein, weil ich bin mir sicher, da gerade einen zu haben. Wir haben Pferde. Kann ich einen Warum? Ich brauch Leder-Joke bringen? Warum? Warum schiebst du das? Weil mir langweilig ist. Rücken. Au! Ich wusste nicht, dass das auch dich, dass auch du damit erwischt wirst. So, jetzt hast du das Leder.
Ein Leder. Ja. Also das Pferd dürfte eigentlich ein bisschen mehr haben, aber was soll's. Ich finde immerhin die besseren Designs für die Häuser cool. Das ist auf jeden Fall cool. Kling! Okay, ich muss jetzt das einzelne Kiste unten packen, weil oben zu viel drin ist. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich habe das restliche Eisen mal weggepackt und ja gut, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen Holz farmen gehen, ne? Okay. Für ein ordentliches Lagersystem. Und außerdem sollten wir uns vielleicht auf einen Stil für ein Haus einigen. Das macht sich am besten in der Creative-Welt. Okay, aber du hast recht, wir können nicht ewig in diesem winzigen Haus leben. Das ist viel zu klein. Ja, aber was Baseball angeht, wäre ich halt eher für die Devise Go big or go home. Was war das? Go big or go was? Go big or go home. Ach so, ja, hört sich super an. Grandios. Ich bin dabei. Weil, ja, genau. Das heißt demnach aber, dass wir relativ viele Ressourcen brauchen. Ich wäre für gemischte Steinvarianten. Also. Der Zombie schwebt. Und ich kann nicht angreifen. Jetzt geht's weiter. Das war dein Client, der desynced mit meinem Server war, weil mein Rechner gerade gehangen hat. Bei dem Rechner was? Also, Discord ist gerade wieder etwas abgehackt. Okay, mein Rechner hat gerade gehangen. Ach so. Gut zu Not wissen. Clemens, notfalls kann ich ja meine Audiospur nutzen, wenn bei dir die Audiospur irgendwie komplett nicht geht, aber das ist Sollte ein. akzeptabel sein. Okay. Hey, Spinne, bist du zu blöd hier hochzukommen? Na, bist du das? Bist du das? Bist du das? Ja, Oh, bist du. String. Und ein Dein Tower. Ernst? Ich kill Mobs und du sammelst den Loot auf. Für mich klingt das eher wie ein asiatischer Gong. Oder? Ich hab ein neues Item gefunden, das man nicht rumstehen lassen kann. Das Das kannst letzte. du übrigens auch richtig an die Decke hängen. Also das hängt dann auch besonders, wenn du es an die Decke hängst. Echt? Probier's mal hier. Nein, wenn dann in unserem Haus. Wir brauchen irgendwas, um tolle Jokes zu machen und. Hier stand das Dings, Der Blöde. der spezielle Erzofen. Ja, okay. Und wie man vielleicht gehört hat, scheint es in der Familie zu liegen, dass Wortfindungsstörungen. erstens Wortfindungsstörung, zweitens Versprechen blöde. Okay, ich bin gerade auf Farmland gesprungen. Okay. Nee, aber keine Ahnung. Scheint offenbar unsere Standardreaktion zu sein. Blödep. Wo? Hoffentlich ist das kein Zombie, der sowas aufsammeln kann. Wo? Hinter Gebäude. dem Dorf. Hinter dem Dorf. In Richtung der Berge. Welche Berge? Wir sind umgeben von Bergen. In die Richtung, in die ich gerade gehe, glaube ich. Da, wo ein Zombie ist. Es ist Nacht, ich weiß. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Es war kein Zombie, der sowas aufsammeln konnte. Mir geht's gut. Dem Creeper geht's nicht mehr so gut. Ich glaube, der hatte starke Flatulenzen. Ach, come on! Jetzt ernsthaft. Wie kann es sein, dass wir permanent solche dummen Sprüche raushauen? Muss in der Familie liegen. Naja, irgendwoher muss es ja kommen. Hey, grüner Mann! Ich habe große grüne Männchen. Und sie sind echt nervig. Renn.
Villager. Nein! Ist das unser Freund Herbert? Hast du ihn ernsthaft Herbert getauft? Nein, keine Ahnung. Ich habe mir gerade irgendeinen Namen ausgedacht. Also hieß unser Villager-Mitbewohner Herbert jetzt plötzlich. Ich dachte, der hieß Hans oder Bob. Nein, ich habe ihn jetzt plötzlich Herbert getauft, weil mir aufgefallen ist, dass er untot ist. Ja. Hier ist ein Villager, hier ist ein Villager. Der ist im Grunde wahrscheinlich auch schon tot. Was ist das, ein Villager? Ich habe gerade ein Hm gehört. Oder das sind... Ja, der ist ein Villager in unserer Pferdegruppe. Ah, okay. Eine ohne Job. Ja, okay. Dann... Ja, aber wir haben nicht mehr genug, um ein richtiges Dorf aufzubauen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Chance mehr. Sag nicht... Also, das Dorf hier ist verloren. Wir werden hier wahrscheinlich auch keine Raids mehr erleben. Ach was, wir können doch genauso gut einfach Boote nehmen und andere Villager aus anderen Dörfern stehlen und einschiffen. Du meinst also, wir holen uns billige Arbeitsplätze aus China? Nein. Mir ist gerade mein Essenschwert kaputt gegangen. Ich habe ein Steinschwert und ich lebe noch. Nein, wir holen uns billige Arbeitsplätze aus fernen Landen, die nicht China sind. Achso, ist aus Japan. Nö. Korea? Keine Ahnung. Wir brauchen erstmal eine Karte, um zu sagen, wo wir sind, um dann einzuschätzen, wohin wir gehen müssen. Wir haben ein bisschen Sugarcane. Soll ich vielleicht mal eine Karte machen? Meinetwegen. Eine Frage, kann man eine Karte resetten? Nee. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen Verschwendung erstmal. Wir könnten uns wenigstens auch mal ein Cartography Table dann für die Karten machen. Okay. Hast du einen Amboss gemacht? Nein, du hast die Glocke. Hängt doch nicht immer alles an die große Glocke. Wir sind gerade bei 22 Minuten. Genau, das ist der Gong für das Folgenende. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht und ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja gut, wenn du es so direkt machen willst, dann ciao. Hoffen wir sehen euch in der nächsten Folge, die dann eine andere Aufnahmesession sein wird oder so. Naja, tschüss. Also nicht erwarten, dass wir dann richtig drin sind. Genau, okay, tschüss. Ciao.